Hallo Leute, hier ist wieder Jo vom Kanal Erntegluck und heute geht es um das Pickieren oder Vereinzeln von Pflanzen, die zu dicht stehen. Tomaten keimen sehr schnell, wachsen sehr schnell. Die hier sind am 2.3. ausgesät. Das ist die Sorte Brandywine Red. Eine interessante Amish-Sorte. Und zum Pickieren suche ich mir einfach die Sorten, die am stärksten wachsen. Das waren in dem Fall die Brandywine Red, die Sunrise Bumblebee, die Red Zebra und die Charlie Chaplin. Einen Pickierstab habe ich auch. Hier das neueste Modell, gibt es nicht im Shop und funktioniert trotzdem schnell und gut. Was eine gute Idee ist, ist rechteckige Töpfchen für rechteckige, quadratische Töpfchen für rechteckige Schalen zu nehmen, weil man einfach viel mehr reinkriegt. Ich habe auch Quickpot-Platten, diese Anzuchtplatten aus dem professionellen Bereich, aber wenn ich da, also ich habe das vorhin verglichen, die ist einfach so viel größer und so viel breiter. Und da gehen gerade mal 4 Stück mehr rein und das Volumen ist genau das gleiche, weil ja die Quickpot-Platten alle runde Löcher haben. Ich weiß nicht, warum es die nicht mit rechteckig gibt. Keine Ahnung. Wäre wesentlich sinnvoller, aber gut, okay. Also gut, dann fange ich mal an. Sehr wichtig. Die Pflanzen müssen natürlich vorsichtig rausgemacht werden. Sehr vorsichtig, so. Ganz wichtig ist, vorsichtig zu sein, damit man die nicht beschädigt. Und in der Anzuchterde ist etwa ein Drittel Kokosfasern. Aus diesen Kokosziegeln, die man kaufen kann, Faserziegel oder wie die heißen. Und die haben die Eigenschaft, dass die Erde so ganz ja, fluffig machen. Tolle Sache, dann kann man das leicht, ganz leicht pikieren, fast als wäre es dafür gemacht. Wie man hier erkennen kann, ist die sehr schnell dem Lichte zugestrebt, also die ist matt aufgewachsen. Und solche Pflanzen kann man dann tief ins Töpfchen setzen. Gerade Tomaten und Paprika, die bilden dann Wurzeln aus. Am Stamm oder am Stiel. Spart natürlich auch Platz. So, schön tief rein. Bisschen andrücken, da kann auch Erde ran. Mehr Erde bedeutet natürlich nicht so oft gießen, weil dann mehr Wasser gespeichert wird. Es wird häufig empfohlen, die Pflänzchen nur an den Blättern anzufassen oder an den Wurzeln, aber also ich habe bisher noch keinen Nachteil festgestellt, wenn ich die mal am Stiel erwische. Ja, hat immer funktioniert. Gut, wenn man natürlich vollkommen grobmotorisch veranlagt ist und den abquetscht. Aber das wird ja wohl keiner machen. So, die nächste Sorte. Ups.
Oh, das waren die Charlie Chaplin. Haha, okay. Na gut, jetzt kommt die Brandywine Red. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die Tomaten habe ich auf meiner warmen Anzuchtstation über der Heizung angezogen, vorgezogen, keimen lassen. Und wer sich dafür interessiert, das ist ganz am Ende vom Video über die Auberginenaussaat. Und ja, da habe ich mir ein Special einfallen lassen. Die kleine Anzuchtstation hat eine verstellbare Heizleistung ohne Zusatzkosten, ohne Heizmatte und ohne Strom. Also es ist eine witzige Sache. Mal kurz reinschauen und man weiß Bescheid. Nicht die Erfindung des Atommeilers, aber doch eine ganz witzige Idee. Weiter geht's mit der Surrey Sunrise Bumblebee. Wie man sieht, ich fasse die am Stiel an, aber ich garantiere, das macht meinen Tomaten jedenfalls nichts aus. Also wenn man die am Stiel anfasst, dann muss man natürlich schon sehr vorsichtig sein. Aber ich habe das schon ziemlich oft gemacht. Keine Ahnung, wie viele Pflanzen ich schon mal pikiert habe. Das waren bestimmt um die 1000 Zoll inzwischen. Und dann, ja. So, und jetzt kommt noch die Sorte Red Zebra. Das ist das Resultat. Ordentlich pikierte Tomaten. In vier Sorten. Und ganz wichtig, niemals, niemals, niemals das Beschriften vergessen. Und nicht vergessen, angießen. Schön vorsichtig angießen. Damit sich die Wurzeln gleich mit der Erde verbinden. Hier nochmal eine kurze Gesamtansicht der Geschichte. Die pikierten Tomaten, vier Sorten, 20 Pflanzen. Und hier die noch nicht pikierten, beziehungsweise so. Das sind weitere 10 Sorten. Naja, theoretisch habe ich etwa Platz für 40 Tomaten. Vielleicht auch 50 oder so, wenn ich. Aber es sind trotzdem zu viel. Wobei bei der Aussaat von Jungpflanzen ergibt sich immer das gleiche Problem. Denn man kennt ja die Keimrate nicht. Also nimmt man von vornherein mehr Saatgut, mehr Samenkörner, als man braucht. Wenn man dann Glück hat, oder Pech, je nachdem wie man das sehen will, keimen alle. Also ich habe 8 oder 9 Samen pro Töpfchen benutzt. Und ja, es ist klar, dass ein Teil davon nicht keimt. Eine Sorte hat überhaupt nicht gekeimt, das habe ich zweimal probiert. Also da ist das Saatgut einfach zu alt gewesen. Passiert halt einmal. Oder war von vornherein nicht keimfähig, vielleicht irgendwie falsch geerntet oder so. Ja. Aber die Geschichte ist, wenn man eben viele Samen aussät, dann kann es sein, dass auch viele Samen keimen. Und dann hat man eine Überzahl an Pflänzchen. Und mir geht es so, ich kann die nicht killen. Also ich kann die nicht irgendwie wegstampfen und so, geht nicht.
weil die leben ja. Und dann mache ich sowas, so ein Töpfchen, wo ich den Überschuss rein tue. Das sind jetzt so ungefähr 10 Red Zebra Pflanzen. Und die verschenke ich dann, oder wir haben hier am Ort eine witzige Sache, der Garten für alle. Da kann man einfach Pflanzen abstellen, die zu viel sind. Und wenn man Glück hat, findet man auch Pflanzen vor, die jemand anders abgestellt hat. So eine kleine Jungpflanzen-Tauschbörse. Das werde ich mal in einem Extra-Video vorstellen. Und die Frau, die das ins Leben gerufen hat, eine ganz tolle Idee, finde ich. Und das war's wieder von mir. Viel Glück und Erfolg im neuen Gartenjahr. Tschüss, sagt euer Jo vom Kanal Andy Glück. Bye bye.